auf dieses Orientierungsproblem eigentlich erst auftritt mit dem Zerfall des Mythos. Nun gibt es eine sehr eigenwillige Beobachtung, die wir feststellen können. Mit dem Zerfall des Mythos entstehen genau zwei Orientierungswege, die in ihrer Richtung diametral entgegengesetzt sind. Einerseits entsteht in Palästina, bei dem Volk der Juden, eine Bewegung, die ich gerne nenne, dass dort so nenne oder bezeichne, dass dort versucht wird, einen übermächtigen Mythos aufzubauen, den der Mensch nicht zerschlagen kann. Denn intuitiv muss es wohl klar gewesen sein, dass es die Menschen sind mit ihren Vorstellungen, die den Glauben an die Götter zunichte gemacht haben. Sie müssen bedenken, in Griechenland passiert es also ziemlich heftig, schon Thales von Milet glaubt nicht mehr an personale Götter. Das ist sehr früh. Das ist sehr früh. Dass also es etwas Göttliches wohl gibt, aber nicht mehr personale Götter, nicht mehr Götter als Personen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Jedenfalls haben wir in Palästina einen Orientierungsweg, den wir im Alten Testament sehr gut verfolgen können. Die Propheten werden immer mächtiger, je mächtiger Jahwe wird. Der Gott der Juden. Ein Gott, der ein Stammesgott ist. Man spricht ja davon einem Monolatrismus. Der Stammesgott der Juden hat nun die Besonderheit, dass er für alle Lebensbereiche zuständig ist. Allerdings in anderen Gegenden gibt es so einen Gott nicht. Die mythischen Götter haben jeweils immer nur einen ganz besonderen Lebensbereich für ihre Zuständigkeit. Wobei dann also meistens dann auch bestimmte Räumlichkeiten mit verbunden sind. Und nur der Gott Jahwe, der für sämtliche Lebensbereiche des jüdischen Volkes zuständig war, hat sich überhaupt dazu geeignet, dass man daraus einen monotheistischen Gott entwickeln konnte, was im Alten Testament bei Jesaja dann sicherlich geschafft ist, oder spätestens bei Jeremia. Und wenn wir uns die Klagelieder des Jeremia uns anschauen, als ich das erste Mal gelesen habe, da wurde mir wirklich heiß und kalt. Der Jeremia beschwert sich über seinen Gott, dass er ihn in den Dreck gezogen hat und ihn ins Knie geschossen hat und in die Wade geschossen hat und dass er trotzdem der Einzige ist, an den er alle Hoffnungen hängen kann. Also eine größere Unterwürfigkeit kann man sich auch kaum vorstellen, wie sie da passiert ist. Nicht? Da ist also dieser Aufbau eines übermächtigen Mythos gelungen, wo der Mensch keine Chance hat, wenn er sich nicht selber vernichten will, daran in irgendeiner Weise zu zweifeln. Das ist der eine Orientierungsweg, den wir heute in der Psychologie meinetwegen als eine Außensteuerung bezeichnen würden. Es kommt von außen, nicht von innen. Und genau das Gegenteil entwickelt sich in Griechenland. Im antiken Griechenland, die Rolle, die in Palästina die Propheten spielen, spielen in Griechenland die Philosophen. Und da setzen sie alle ihre Hoffnung da rein, dass der Mensch in sich selbst orientierende Fähigkeiten hat. Und so wie in Palästina die Propheten ganz intuitiv dieses Werk vollenden, einen übermächtigen Mythos aufzubauen, so schaffen es die vorsokratischen Philosophen ebenso intuitiv immer weiter Begrifflichkeiten zu entwickeln, die das beschreiben, was wir heutzutage etwa die Vernunft nennen. Nous, sagen die Griechen, Nous, vorher allerdings Logos bei Heraklit. Der Logos, der zugleich auch ein Weltlogos ist, der aber in allen Menschen wirksam ist, und zwar immer nur von innen heraus, von innen wahrgenommen werden kann, durch die Vernunft. Und diese beiden Orientierungswege sind also wirklich systematisch genau entgegengesetzt. Der eine
Orientierungsweg eine reine Innensteuerung, der andere eine Außensteuerung. Und es ist schon spannend, da die Geistesgeschichte zu verfolgen, wie diese beiden Orientierungswege, oder sagen wir besser, was geschieht, wenn diese beiden Orientierungswege sich kreuzen. Ich denke, da ist auch noch eine Menge zu forschen. Bei Augustin könnte es wunderbar beobachten, der ursprünglich in griechischer Philosophie erzogen ist und der dann durch seine Mutter mit dem Christentum zusammenkommt und große innere Kämpfe durchmacht, sich schließlich aber ganz eindeutig auf die Seite des Christentums wirft. Und ich denke, genau deshalb, und er schreibt es auch, weil dort absolute Wahrheit versprochen wird, während das bei den griechischen Philosophen niemals der Fall ist. Da wird von absoluter Wahrheit nicht gesprochen, es sei denn Platon. Man könnte vielleicht da an dieser Stelle schon sagen, Platon ist vielleicht so was Ähnliches wie ein christlicher Prophet. Da vollzieht sich so etwas, was jedenfalls später vom Christentum sehr gut benutzt werden konnte. Nun, kürzen wir das Ganze ab. Das, was in Griechenland passiert, dass sie auf die orientierenden Fähigkeiten im Menschen selbst setzen, bewirkt, Menschen mit einmal in der Lage sind, begrifflich zu denken, was vorher so nicht der Fall war. Was heißt das? Was ist ein Begriff? Schöne Frage. Wir könnten es beantworten, wenn wir einen Begriff vom Begriff hätten. Aber dann müssen wir einen Begriff vom Begriff vom Begriff haben. Wir kommen in einen unendlichen Regress. Sodass wir sofort merken können, was ein Begriff ist, können wir leider nicht sagen, obwohl es das wichtigste Handwerkzeug der Wissenschaft ist. Ziemliches Dilemma auch für die Philosophie. Wir können nur versuchen, zu beschreiben, wie wir mit Begriffen umgehen. Und da zeigt sich, dass wenn wir Begriffe mit Begriffen betrachten, die Begriffe eine ganz eigentümliche Eigenschaft haben. Dass sie nämlich je nach Hinsicht ein einzelnes oder ein allgemeines sind. Zum Beispiel, Sie gehen in einen Bäckerladen und wollen ein Brot kaufen. Dann finden Sie in dem Bäckerladen verschiedene Brotsorten. Zum Beispiel Schwarzbrot, Weißbrot, Mischbrot, Zwiebelbrot und so fort. Der Begriff Brot wird dadurch zergliedert in Begriffsarten wie Brotarten. Eine Brotart ist in Bezug auf den Begriff Brot sicher ein einzelner Begriff von Brot. Es sind Einzelbegriffe, wobei der allgemeine Begriff Brot dann das Allgemeine ist. Ja? Dann finden wir aber im Bäckerladen nicht nur Brot, sondern wir finden auch Kuchen oder Plätzchen. Und dann könnten wir dazu wieder einen allgemeineren Begriff bilden, zum Beispiel Backware. Wenn wir den Begriff Brot als etwas Einzelnes betrachten und Kuchen als etwas Einzelnes und Plätzchen als etwas Einzelnes, dann können wir sie subsumieren, wie so gerne gesagt wird, unterordnen unter den allgemeinen Begriff Backware. Brot wird auch gebacken. Ja, deshalb. Nicht? Weil Brot gebacken wird, aber Kuchen auch und die Plätzchen auch. Nicht? Deswegen sind das alles Backwaren. Und die